Und dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Es gibt halt gewisse Spielregeln und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich gehe kaputt darin. Bernstein an jeder Ecke, prunkvolle Häuser aus der Hansezeit und Heimat von Günter Grass. Das haben Sie alles sicherlich schon mal über Danzig gehört oder sogar selber erlebt. Ich möchte Ihnen heute die Stadt etwas anders zeigen. Mit Kunst, die früher als gekritzelt galt. Mit alten Bierrezepten, neu interpretiert. Mit Orten, an denen Demokratiegeschichte geschrieben worden ist. Und mit solchen, die erst noch touristische Hotspots werden sollen. Außerdem stürzen wir uns durchs bunte Nachtleben. Willkommen zu einem Ostsee-Report aus einer weltoffenen Stadt. Willkommen zu einem Trip durchs polnische Danzig. Schicke Büros, Shops und moderne Wohnungen nach dem Vorbild der Hamburger Hafencity. Da, wo früher 20.000 Werftarbeiter schufteten, entsteht Danzigs Zukunftsviertel. Morde Miasto, die junge Stadt. Eine große Kunstszene gibt es heute schon in den alten Industriegebäuden. Seit 2 Jahren sprühen verschiedenste Graffiti-Künstler auf 600 Quadratmetern in und vor der Layup-Galerie. Unter dem Namen Krieg Kong sprüht hier Lukas. Hallo, Lukas. Hi. Nice to meet you. Hi, hi. This is your Wie würdest style? Du deinen Stil beschreiben? Comic Style. Comic Style? Ja. Ja, Comics als Graffiti. Was soll dein Graffiti denn aussagen? I don't know. Das weiß ich noch nicht. Das passiert erst. Ich male einfach drauf los und denke nicht drüber nach. Ich sage immer, meine Hand malt von alleine, nicht ich. Also weiß ich anfangs nicht, wie es am Ende aussehen wird. So. I don't know. I don't know how it will look at the end. Normalnie o tej porze tworzę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Zazwyczaj jak baba skacze z miejsca na miejsce. Dzisiaj to nie przejdzie, do domu wrócę wcześniej. Wczoraj przy fajce i butelce, po którą trzeba stać w kolejce. Było więcej kobiet, wszystkie były piękne. Lukas hat Ende der 90er als 17-Jähriger mit dem Sprayen angefangen. Spät für einen Graffiti-Künstler, sagt er. Warum hast du Graffiti als Künstler gewählt? Ich glaube, Graffiti hat mich ausgewählt. Denn eigentlich habe ich mein Leben lang schon immer Comicbücher gemalt und mich nur dafür interessiert. Und dann bin ich 1999 auf Sprayen gestoßen und als ich mein allererstes Graffiti gesprüht hatte, habe ich beschlossen, das ist genau mein Ding und ich möchte nie wieder was anderes machen. Ich habe die Wand vorhin betrachtet und gesehen, da gibt es Bilder über Putin ganz oben und über die Kirche in der Mitte. Was sind das für Geschichten, die du in dieser Halle erzählen möchtest? For example, this wall is painted by 48 people.
Diese Wand haben insgesamt 48 Künstler besprüht. Da hat jeder seine eigene Geschichte erzählt. Hier kann jeder frei sprayen, was er möchte. Diese Wand ist eine Hommage an die Wurzeln, das wahre Graffiti. So Sachen wie Straßenbilder oder große Buchstaben. Das sind die ersten Schritte gewesen und die haben zu etwas Neuem geführt. Denn viele Graffiti-Sprayer wollten mal neue Techniken ausprobieren. Graffiti-Writers wanted to try different techniques, different, you know, things. Eine eigene Galerie mit Erinnerungen an die Anfänge. Als Lukas und seine Kollegen noch illegal draußen, verfolgt von der Polizei, auf den Straßen sprühten. Ein Whole Train, ein komplett besprühter Zug, gilt als heiliger Gral in der Szene. Pure Ironie, dass den EN57 der polnischen Staatsbahn in der Layup-Galerie kein einziges Graffiti schmückt. Wie bist du denn an den Zug gekommen? Oh, das waren lange Verhandlungen mit der Zuggesellschaft. Die wollten den Zug verschrotten, weil er schon lange ausrangiert war. Aber wir wollten den Zug kaufen. Das wollten sie zuerst nicht, weil wir ja Graffiti-Künstler sind. They didn't want to sell it for us because we are graffiti writers. Yeah, and also, you know, when you enter. Wenn du hier reinkommst, dann fallen dir zuerst solche großen Objekte wie der Zug auf. Ich persönlich mag die kleinen Dinge lieber. Wenn man sich umschaut, entdeckt man ganz viele Details. Details. When you spend some time and discover some smaller things, details. You can really. Hier kann man sich richtig drin verlieren. Ja, in den nächsten 2 Jahren wollen wir noch viel mehr Graffitis und verschiedenste Kunst hier ausstellen, sodass man den ganzen Tag hier verbringen kann und trotzdem ständig etwas Neues entdeckt. How, wie sicher oder unsicher bist du denn, dass ihr als Galerie hier bleiben könnt? I mean, it's a moving area. No one is sure. I think that the owners. Ich glaube, die Besitzer des Geländes wissen selber nicht, was hieraus wird. Die Gegend hier verändert sich momentan andauernd. Noch lockt der Industriescharm Besucher auf das Werftgelände. Wann genau das neue, hippe Stadtviertel fertig wird, das wissen nicht einmal die Danziger Planer selbst. Dieses Denkmal der Danziger Hafenarbeiter und der Eingang zur berühmten Leninwerft, die werden sicher bleiben. Die Bewohner von Danzig waren ihrer Zeit schon häufiger einen Schritt voraus. Als in den 80er Jahren der Westen sich dem Osten nur langsam annähert, starten die Werftarbeiter in Danzig ihren Kampf für Freiheit und Demokratie genau hier auf dem Werftgelände, die Solidarność-Gewerkschaft. Resultat einer Streikbewegung und einzige demokratische Massenorganisation im damaligen Sowjetblock. Wie diese solidarische Revolution ganz Europa verändert und wie dieser politische Ruck von damals bis heute spürbar ist, davon erzählt eine multimediale Ausstellung im Museum hinter mir im Europäischen Zentrum der Solidarność. Zu wenig Lebensmittel, zu hohe Preise. In den 70er Jahren leidet die polnische Bevölkerung zunehmend. 3000 Werftarbeiter in Danzig beschließen zu streiken. Später streikt fast das ganze Land. Die Antwort der Regierung: Militärgewalt. Im August 1980 streiken die Danziger Werftarbeiter erneut. Ihre Sehnsucht nach Freiheit und Gleichberechtigung findet Ausdruck in 21 Forderungen auf dieser Holztafel. Die politisch mutigste, eine eigene, unabhängige Gewerkschaft. Ich vergleiche das mit der Geburt der Demokratie in Athen im 4. Jahrhundert vor Christus. Also man versammelt sich und man diskutiert über öffentliche Sachen und man merkt,
meine Stimme zählt, wie auch die Stimmen von den anderen. Man spürt nicht nur die Freiheit, sondern auch die Gleichheit und dass man über die Gerechtigkeit reden kann. Das ist was, was wirklich außergewöhnlich ist. Und aus, glaube ich, aus diesem Impuls, aus dieser Erfahrung ist diese große soziale Bewegung entstanden. Es war ein Sprengstoff für eine demokratische Bewegung. Das Erlebnis, auch ich kann was sagen und mein Wort zählt. Nach 2 Streikwochen in ganz Polen gibt die Parteiführung nach. Alle 21 Forderungen werden unterzeichnet. Die Geburtsstunde der Solidarność-Gewerkschaft mit dem Arbeiter Lech Wałęsa als Vorsitzender. Ihr Mut in einer Zeit der Angst vor dem kommunistischen Regime wird belohnt. Innerhalb weniger Monate hat Solidarność rund 10 Millionen Mitglieder. Doch das Freiheitsgefühl hält nur 15 Monate an. Im Dezember 1981 wird General Jaruzelski Regierungschef. Er verhängt das Kriegsrecht und löst die Solidaritätsgewerkschaft auf. Die Solidarność-Bewegung gibt nicht auf und arbeitet fortan aus dem Untergrund. Bis zum Februar 1989. Am runden Tisch einigt sich die kommunistische Regierung mit der Opposition auf freie Wahlen. Die Solidarność-Gewerkschaft kommt zurück und gewinnt mit überragendem Ergebnis. Ende 1990 wird der einstige Elektriker Lech Wałęsa zum polnischen Ministerpräsidenten gewählt. Der erste Machtwechsel in Osteuropa mit demokratischen Mitteln. Also die Dramatik ist mir nochmal sehr viel deutlicher geworden. Und der Respekt vor der polnischen Bevölkerung hat sehr zugenommen. Ja, das ist so etwas, was mich selbst in der Kindheit immer so begleitet hat. Man sah immer Lech Wałęsa im Fernsehen, hat aber irgendwie damals noch so Polen als, das war so hinterm eisernen Vorhang, noch etwas ganz Fernes so gesehen. Ich glaube, wir brauchen Geschichten, die uns ein wenig Sinn geben und Richtung geben, in die wir uns bewegen sollten. Wir vermissen das Gefühl, frei zu sein und einen Einfluss auf die Geschichte zu haben. Rund 1 Million Besucher jährlich und 2-mal ausgezeichnet als bestes Museum Europas. Und trotzdem gibt es vom Kulturministerium seit 2019 deutlich weniger Förderung. Weil die Museumsleitung sich weigerte, die Führungsriege von der Warschauer Regierung bestimmen zu lassen. Wir haben mit einem Kulturkampf zu tun, weil wir mit einem sehr harten politischen Regime und harten politischen Kultur zu tun haben, die das Sprechen und Diskutieren in der Öffentlichkeit nicht mehr mag. Das ist das Problem heute für eine Institution, die liberalen Werte darstellt als der wichtigste Bezugspunkt für eine gemeinsame Zukunft in einer Gesellschaft. Dank der Danziger, der EU und vieler Spender löste das Museum das Defizit sofort, weil es für viele so wichtig ist, die Geschichte der Demokratie im Osten zu erzählen. An jeder Ecke auf der Speicherinsel ploppen neue Bars und Clubs auf. Hauptsächlich Touristen gehen hier abends aus. Die Danziger selbst feiern lieber außerhalb, auf dem Werftgelände. Am liebsten in der Ulica Elektrikow. Ich besuche Danzigs angesagtesten Laden. Heute spielt die polnische Band T-Love.
In den 80ern unter Schulfreunden gegründet, mit 10 goldenen und 2 Platinen Schallplatten und Texten über ihr Polen, die verlogene Politik und die Liebe. Nieważne jest, gdzie mieszkasz, w Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle. I fajnie czujesz się, i fajnie czujesz się. Ten ciężki ranek, ciężkie powietrze, które przecież kochasz, nikt którego nie chce. Tu zimne słone. Die Danziger feiern gerne bunt. In jeglicher Hinsicht. Morgen gibt es hier einen Queer-Karneval mit Drag-Queen-Shows und Burlesque-Tänzern. Ungewöhnlich im konservativen Polen, aber Danzig ist eben eine liberale Enklave. Mit großem Bierdurst. Seit dem Mittelalter. Er hat schon vor 400 Jahren Bier gebraut. Astronom und Braumeister Johannes Hevelius. Die Biersorten von damals werden im ehemaligen Gebäude der Deutschen Reichsbahn mitten in Danzig heute neu interpretiert. Von einem Diplom-Braumeister aus Deutschland. Johannes möchte mir zeigen, wie er das alte Danziger Tafelbier für den Geschmack von heute braut. Hallo! Moin Johannes, grüß dich. Moin Lisa. Was machst du? Schroten. Hab schon mal ohne dich angefangen, wenn's okay. recht wäre. Ja. Wie viele Säcke machen wir denn? Insgesamt 7. So. Und daraus kriegen wir wie viel Bier? 11 Hektoliter, 1100 Liter. Weißt du was? Ich hab eine bessere. Geh mal davon aus, dass du meine Betriebsgeheimnisse nicht weitergibst. Ne? Dass natürlich es nicht diesem natürlich Raum von ist. Aber was zeichnet denn das Tafelbier aus, was wir jetzt machen? Das Tafelbier war in der Vergangenheit, waren alle Biere, die nicht so besonders waren, waren sehr bitter. Mhm. Ja, die guten Biere in der Vergangenheit waren ganz gering gehopft. Man hat früher anders gebraut, man hat früher so gebraut, man hat immer versucht, möglichst sauber ein Bier zu brauen. Meistens kippte es während der Gärung um. Dann hat man nachgehopft, um gewisse Gerüche und Geschmäcker zu kaschieren. Ne? Und früher beim Tafelbier hat man einfach genommen, was man hatte. Also da gab es mal war halt mehr Hafer, weniger Gerstenmalz und so weiter. Kartoffeln, wenn man Kartoffeln. Mit Kartoffeln 100% geht nicht zu brauen, weil wir brauchen die Enzyme, um die Stärke aufzuspalten. Das besprechen wir aber später okay. Dann beim Maischen, okay? Wir machen weiter. Obacht, ne? Ja. Nicht mit dem Zacken Waage berühren, weil sonst verbrennt. Wir schroten. Verschiedene Malzsorten und Hafer. Grammgenau abgewogen. Johannes Job, präzise Handarbeit. Und dann hier rüberfahren und einhängen. Das einmal fallen lassen? Das kannst fallen lassen, okay. Genau. Und jetzt hältst mal gucken, ob ich gut geklopft habe. Genau. Jetzt gehst du hoch und ziehst ein bisschen zu dir. Wie kommt man denn überhaupt dazu, als deutscher Diplombrauer alte Danziger Biere wieder aufleben zu lassen? Naja, ich meine, irgendwas nachzubrauen, das ist, also jetzt generell, das war, hat sich halt angeboten, das war praktisch. Ne? Das war, was kann man daraus machen? Und es hat sich kein anderer dran rangewagt. Aber du, hast dich gewagt. Ja, so schwer ist es nicht, wenn man ein bisschen, das geht schon. Ich habe halt dann gedacht, na, warum nicht Kartoffeln zum Beispiel, so in der Vergangenheit tatsächlich verwenden, weil sonst nicht mehr, es wird ja auch Mais und Reis, warum nicht, ne, roh. Aber das wäre ja in Deutschland undenkbar, dass du Kartoffeln ins Bier machst. Darf man, aber man darf es nicht Bier nennen, aber Biersteuer darf man bezahlen. Als nächstes geht es eine Etage höher zu Johannes Kupferkesseln. Die habe ich gekocht, genau. Okay. Also, der Koch hat es gekocht. Schon 2 Jahre vor Bau haben die polnischen Besitzer den Deutschen in die Planungen mit einbezogen. Alle Anlagen hat der Brauer nach seinem Gusto einbauen lassen.
2100 Liter, hast du gesagt? Ja. Wir müssen beim Einmeischen vorsichtig sein. Die Preise für Zutaten steigen rasant. Johannes möchte nichts verschwenden. Seine Dutzend Sorten müssen schließlich bezahlbar bleiben. So wie früher. Es durfte nicht zu stark sein, es musste obergärig sein. Hafer, Roggen, Dinkel und natürlich Gerstenmalz. Auch musste Rauchmalz drin sein, weil in der Vergangenheit war die Mehrheit Rauchmalz und nicht helles Malz. Oder halt. Wie viel Kreativität steckt hier in deiner Arbeit, in dieser Brauerei? Naja, das fängt natürlich schon vor der Bauphase an. Ne? Weiß man, bei Brauereien ist es so, wenn die Anlage schlecht ausgesucht ist, das ist eigentlich irreparabel. Und dann natürlich, dass die Besitzer mir sagten, wenn ich hier ankam, kann ich diesen, der sagt, Sie sind doch der Diplom-Braumeister, woher soll ich das wissen? Ne? Machen Sie doch. Na, und ich habe alle Freiheiten, ob das die Rohstoffe, die Energie betrifft, eben die Anlagenteile. Aber ich bin natürlich auch gefordert, dass die Wartung, die Instandhaltung, das muss natürlich auch getätigt werden. Alles eine One-Man-Show, macht alles du? Ja. So 90%, sagen wir mal. Hättest du so auch in Deutschland arbeiten können? Nein, absolut nicht. In Deutschland würde ich mehr verdienen, aber da ist man irgendwie halt nur für Organisation, Logistik, Preise, noch also Preise einholen. So. Ich habe dort keine Kreativität mehr. Bierbrauen. Ein zukunftssicherer Job fand der gebürtige Allgäuer nach der Schulzeit. Österreich, USA, Schweiz. Er stand schon in 10 Brauereien an Kupferkesseln und weiß, Klumpen in der Maische, das geht gar nicht. Verstört. Als Brauer braucht man Geduld, sagt Johannes. Solange wir warten, möchte er mir etwas ganz Besonderes zeigen. Sein Jopenbier, das braut er nur einmal im Jahr. Da kannst du mal rinschnüffeln. Aber es ist Bier. Es ist Bier, ja. Aber es sieht doch eher aus wie Wein, ne? Das Danziger Jopenbier von 1449 wiederzubeleben, das war sein großer Wunsch. 3 Versuchsjahre investierte er mit ganz besonderen Schimmelexperimenten. Na dann, Prösterchen. Kaffee, wie so ein Kaffeelikör, karamellig, ein ganz bisschen, also ganz ungewohnt, hat nichts mit Bier zu tun, ne? Nee. Eher wie so ein Portwein. So ein altes Jopenbierrezept als Vorlage hat Johannes nie gehabt. Deutsche Detektivarbeit auf Basis alter polnischer Beschreibungen. Es wurde auch erwähnt, es hat diesen Portwein-Sherry-Charakter. Also brauchte ich diese die ähnlichen Mikroorganismen, wie sie in Spanien oder in Portugal verwendet werden. Wo ich die her habe, sage ich aber auch nicht. Aber sie sind nicht aus Spanien. Das sind eigentlich echte Danziger. Es war auch klar, dass es eine Schimmelpilzgärung war. Also erstes. Weil in Danzig hatte das Jopenbier war nicht in Kellern vergoren worden, in Schuppen. Ja, das ist eine Ausnahme, das ist sehr unüblich. Und Schuppen, Holzschuppen, wächst überall drauf der Schimmel, ja, an den Holzbalken entlang. Und er rieselt dann mit seinen Sporen auf das Bier. Ist das so, wenn man will, dein Bier-Baby? Also von allen Biersorten, die du jemals gebraut hast, die komplizierteste Geburt? Würde ich schon sagen. Aber das heißt nichtsdestotrotz, dass mir das liebste Bier ist. Also mir macht schon Spaß, an allen ein bisschen noch drum zu schrauben und ein bisschen zu verbessern. Verbessern ist falsch. Einfach rauszufinden, wäre es vielleicht nicht besser, mal in die Richtung ein kleines bisschen, also Nuancen. Mhm. Ich schraube da nicht so arg rum. Prost! Unser Tafelbier ist inzwischen eingemeischt und der Gastraum gefüllt. Johannes kommt in Fahrt. Läutern. Stammwürze messen. Und die Reste von unserem Schrot beseitigen. Und schließlich kommt die Seele zum Bier, wie er sagt, der Hopfen. Was gibt dir denn die Arbeit des Brauens, dass du so viel Herzblut da reinsteckst? Es ist wirklich in der Tat so, wenn man ein gutes Gefühl, einen Dank von den Gästen, von den Kunden, von den Mitarbeitern, von den Kellnern, wer es auch immer ist,
Das treibt schon an. Also das ist ein sehr gutes Gefühl. Alleine schon, dass ich ja praktisch immer durch unsere Kundengäste gehe. Und wenn dann jemand sagt und sagen würde, Johannes, das war aber diesmal nicht so, wa? Also, dann da will ich nie hinkommen. Das Einzige, was man halt auch haben muss, Fleiß. Also man muss schon ab und zu halt mal was dafür tun. Ne? Man kann nicht einfach sagen, ja, ich bin Braumeister, das ist dann schon gut, weil ich Braumeister bin. So einfach geht das auch nicht. Ne? Johannes braut jeden Tag. 7 Tage die Woche. Nicht nur Tafelbier, auch Lager, Weizen und Co. Das hellste Bier ist das Krollinger, das allererste auf unserer Karte. Unser Verkaufsschlager im Sommer, weil es so erfrischend und säuerlich schmeckt. Wir vergleichen die Textur gerne mit Champagner, denn das Krollinger prickelt stark im Mund. Christoph und seine Freunde studieren in Danzig. Nur die alteingesessenen Brauereien besuchen, das wäre ihnen zu langweilig. The banana has a strong aroma, so when you smell it, you can smell it. A very good place for the young people. Es ist eine tolle Brauerei für junge Leute. Du kannst neue Biersorten ausprobieren und verbringst das Wochenende am Tisch mit deinen Freunden und leckerem Essen. Und du kannst sogar zuschauen, wie das Bier gebraut wird. Ich finde das Industriedesign klasse. Die ganzen Rohre und Leitungen rundherum. Man kann die ganzen Anlagen sehen. Und wenn man Glück hat, ist Johannes gerade in Aktion und braut. Dann kann man die Hitze fühlen, wenn er in den Kesseln das Malz erhitzt. Als Gast ist das hier ein interaktives Erlebnis. Man spürt, dass jemand wirklich Herzblut in das Bier vor einem steckt. You can feel that someone is actually caring for your beer. Es gibt aber nicht nur was für Durstige in Danzig. Die Stadt hat eine lange Tradition der Barmlejne, der Milchbar. Ganz einfache, deftige polnische Küche zu bezahlbaren Preisen. Wenn Sie jetzt denken, das hört sich ja nach sozialistischer Hinterhofkantine an. Nee, auch diese Tradition hat Danzig längst neu verpackt. Zum Beispiel in der Bar Turistyczne, mitten in der Altstadt. Wenn die Touristen dazukommen, muss man manchmal 30 Minuten auf sein Essen in der Schlange warten. Aber das ist es ihm wert. Das ist die wahre polnische Küche. Das Essen, wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Klar, ich könnte auch Burger und Kebab und so essen, das ist auch gut. Aber das hier ist besser. Das ist ein Trend zurück zur Tradition, muss ich sagen. Also bevor, glaube ich, im 70er, 80er Jahre waren sie wirklich populär. Nachdem in 90er und 2000 war das so, dass die neue ist gekommen aus Westen, ja, Länder. Aber jetzt ist es ein Zurück zur Tradition, glaube ich. Eine überschaubare Karte und unschlagbare Preise. Große Suppen ab 1,70 Euro. Damit bekommt das Team 500 Gäste am Tag in den kleinen Gastraum. Im Sommer sogar noch mehr. Kohlrouladen, Schnitzel, Kotelett, Klöße. Alles frisch zubereitet. Jeden Tag. Mittags sind die Mehlspeisen dran. Heute Piroggen. Lieblingsspeise der Chefköchin. Seit 8 Jahren möchte sie nur noch hier am Herd stehen. Ich arbeite so gerne als Köchin in dieser Milchbar, weil es hier immer was zu tun gibt. Und ich mag nicht nur rumstehen. Ich muss immer was zu tun haben. Viele zufriedene Gäste und eine lange Schlange, das ist genau meins. Früher
habe ich in anderen Gastronomien gearbeitet, in denen weniger los war. Das ist nichts für mich. Hier verkaufen wir restlos alles. Es bleibt nichts übrig. Alles wird frisch gekocht, jeden Tag. Dann bin ich erst zufrieden, wenn es den Gästen schmeckt und wir alles verkauft haben. Seit 1956 gibt es die Milchbar Turistyczne in der Altstadt. Seit den 80er Jahren familiengeführt. Eine Danziger Institution. Manche Stammgäste sind seit über 60 Jahren treue Fans der traditionellen Familienküche. Ich komme oft hierher, wenn ich weiß, dass ich kein Essen mehr zu Hause habe und sogar, wenn ich schon Mittag gegessen habe. Ich komme trotzdem, weil es hier einfach so gut schmeckt. Außerdem wird man total freundlich bedient. So war es schon immer und so ist es zum Glück auch heute noch. Ich hoffe, dass es so bleibt. Früher gab es in Danzig viele solcher Milchbars, aber die meisten sind pleite gegangen. Diese hat überlebt, zum Glück, denn für mich ist es einfach die beste Milchbar. Günstige Hausmannskost. Im Kommunismus die perfekte Lösung für die arme polnische Gesellschaft. Die Blütezeit der Milchbars. Rund 40.000 gibt es damals in Polen. Alle vom Staat subventioniert, ohne wirtschaftlichen Druck. Spezielle vegetarische Gerichte oder Innendesign, damals undenkbar. Heute ist alles anders, sagt Miroslava. Seit 23 Jahren nennt sie ihren Arbeitsplatz liebevoll ihr Zuhause. Vor allem die Ausstattung ist anders. Früher hatten wir keine zweite Etage, jetzt haben wir sogar einen Aufzug. Auch die Fenster sind alle neu. Es hat sich eigentlich alles verändert. Vor 20 Jahren hat es hier ganz anders ausgesehen. Das Personal hat auch gewechselt, genau wie die Kundschaft. Die ist inzwischen ganz unterschiedlich, viel anspruchsvoller. Das war früher nicht so. Damals war es schlichter. Jetzt muss man eine gewisse Exklusivität haben. Schön angerichtete Teller, eine schicke Auslage und so weiter. Früher war das nicht so. Die Danziger Universität ist gleich um die Ecke. Oft sind es Studenten, die heute nach vegetarischen oder sogar veganen Gerichten fragen. Inzwischen kein Problem für das 14-köpfige Team. Als Studentin hat man meistens nicht viel Geld, denn wer kann schon tagsüber studieren und gleichzeitig noch jobben gehen? Deshalb sind solche Einrichtungen gerade für uns Studenten super. Das Essen hier kostet nicht viel und gleichzeitig spürt man diese heimelige, warme Atmosphäre wie bei Oma und Opa. Wir bekommen ständig so viel Lob. 2012 wurden wir sogar richtig berühmt. Die britische Zeitung The Guardian hat uns zur besten Milchbar Polens gewählt. Wir haben uns sogar gegen große Restaurants durchgesetzt. Also das ist doch was, oder? Traditionelle polnische Küche für jeden Geschmack. Von Gemüse bis Schnitzel. In modernem Ambiente. So funktioniert eine polnische Milchbar heute. Raus aus der Innenstadt, ab an die Küste. Neun Kilometer weiter liegt Danzigs neues Vorzeigeseebad. Brzeszno, früher Brösen. Die frisch renovierte 136 Meter lange Seebrücke wieder mit Touristen beleben. Dafür investiert die Stadt in den ältesten Kurort der Danziger Bucht. Fast war der Stadtteil vergessen. Das nahegelegene Seebad Sopot viel beliebter und moderner. Doch jetzt entstehen auch hier neue Restaurants, Bars und Hotels.
Die Wohnungspreise steigen. Ein Revival für Danzigs alten neuen Kurort Brzeszno. Das alte Kurhaus ist dabei das Vorzeigeprojekt. Hotel, Restaurant und ein Zentrum für ökologische Bildung hinter 200 Jahre alter Bäderarchitektur. Aufwendig renoviert und erst vor einem Jahr wiedereröffnet. Der neue Betreiber, ein städtisches Wissenschaftszentrum. Miałam przyjemność dzisiaj prowadzić Was po zabytkowym, wyjątkowym ze wszechmiar domu zdrowym w Brzeźnie naszej nowej, filii naszej, czyli Hevelianum, jednostki miejskiej, która w Gdańsku działa z powodzeniem już od kilkunastu, w sumie od kilkudziesięciu lat. Was ist alles neu? Das erfahren die Mitarbeiter heute auf einer Führung. Edukację. Stoimy przed właśnie wspomnianym przeze mnie domem zdrowiowym, który został otwarty rok temu. Wie schafft man es denn, die Menschen wieder in einen Stadtteil zu locken, in dem sie ganz lange gar nicht leben wollten? Um ehrlich zu sein, wir mussten einfach nicht viel machen. Die Interesse an diese Investition waren wirklich riesig. Und diese Investition hat wirklich viele Aufmerksamkeit in der Danziger Bevölkerung verursacht. Und die Menschen haben wirklich die ganze Zeit hier kommen, sie wollten besichtigen, diese Baustelle, und einfach Danziger wollten, hier etwas Neues zu haben. Und naja, und wir haben das geschafft. Also es gab wirklich eine riesige Aufmerksamkeit. Mit Hotelzimmern, Warmbädern und einem eigenen Ballsaal eröffnet das Kurhaus 1893 in Brzeszno. Nach dem Zweiten Weltkrieg das einzig erhaltene Beispiel für die Bäderarchitektur des 19. Jahrhunderts in ganz Danzig. Es verfällt, bis die Stadt das Gebäude an das Wissenschaftszentrum übergibt und investiert. Rund 6,5 Millionen Euro für die Renovierung unter den strengen Auflagen des Denkmalschutzes. Die Fassade mit ihren Stuck- und Fachwerkelementen wird komplett anhand von Fotos und Originalplänen erneuert. Die handgeschnitzten Treppenhäuser, Balustraden sowie Zierbögen detailgetreu restauriert. Nicht alles konnte erhalten werden, weiß der Historiker. Es ist hier viel niedriger. Im 19. Jahrhundert gab es diese Etage und die Etage unter uns nicht. Das hier war ein repräsentativer Saal, 10 bis 10,5 Meter hoch. Der hat gleichzeitig als Rezeption für die Hotelgäste und als Bankett- und Konzertsaal gedient. Ich wollte nach den Bögen fragen. Sind die nur an der Seite original oder die anderen nachgemacht? Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą część, to ona jest odtworzona i nie jest oryginalna. Eigentlich wurden beide neu gemacht, nur die an den Wänden sind originale. Oryginalna substancja, oryginalne elementy drewniane są tak naprawdę tylko przy ścianach. To wszystko jest odtworzone tak naprawdę. Hier auf diesem Geschoss, in diesem Raum, die meiner Meinung nach ist das schönste in diesem Objekt, sehen wir zwei große holzdekorative Elemente aus der Ende des 19. Jahrhunderts, stark renoviert, nicht in 100% originell, aber trotzdem, denke ich, wertvoll und ganz schön. Im rechten Gebäudetrakt liegt das neue Hotel. Die meisten Gäste in den 21 Zimmern kommen aus Polen. Aber auch Skandinavier, Briten, Deutsche und Asiaten haben seit der Neueröffnung vor einem Jahr hier schon übernachtet. Draußen bleiben Spaziergänger oft vom Restaurant stehen. Die Danziger sind gerne neugierig.
Auf der anderen Flügelseite ist das Herzstück des Bildungszentrums. Była przypisana jedna weranda. One pierwotnie nie były przeszklone, nie były zamknięte tak jak to ma miejsce obecnie, tylko były otwarte, więc można było z każdego pokoju wyjść na zewnątrz na stronę południową. Unter der Woche kommen vor allem Danziger Schulklassen hierher für erste Umwelterfahrungen. Was passiert mit unseren Abfällen? Welche Pflanzen reinigen die Luft? Und was ist eigentlich Upcycling? Danzig versucht seit einigen Jahren immer moderne zu sein, oder vielleicht es klingt so, aber und die Umweltschutz ist wirklich ein Grundstein über diese neue Wendung, neue Faktor, neue Möglichkeiten in Aktivität, in städtischen Aktivitäten. Und deswegen dieses Haus, das ehemalige Kuhhaus in Brüssen, liegt direkt am Strand im Wald. Und das ist auch selbstverständlich natürlich, dass wir haben heute hier die Unterrichte, Workshops und Spaziergänge, die über Natur etwas machen und sagen. Are you working with the birds? These are worms, for the das sind Würmer, die wir in den Workshops mit Kindern einsetzen. Sie betrachten unter dem Mikroskop, wie sie sich verändern und wachsen. Wir nehmen dafür verschiedenste Insekten. Wozu sind die gut? Zum Essen? Ja, natürlich, als Futter für Eidechsen oder andere Haustierreptilien. Okay. Mikroskope und solche Insekten. Für viele Kinder etwas ganz Neues, erzählt mir Mateusz. Die sind auch Teil des Insektenworkshops. Die Kinder können sie auf die Hand nehmen. Halt mal deine Hand so. Keine Angst. Don't be afraid. Die beißen nicht? Not yet. Wenn sie keinen Hunger haben, dann beißen sie auch nicht. Grüne Bildung für junge Danziger und neuer Glanz in einem alten Hotel für Touristen. Eine echte Perspektive für den Stadtteil Brzeszno und das ganze moderne Danzig. Das war ein etwas anderer Blick auf eine junge, pulsierende Stadt. Das war Danzig. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann können Sie die bunte Stadt nochmal erleben in der ARD-Mediathek. Und den nächsten Ostsee-Report, den macht Christine Recke für Sie. Do widzenia. Machen Sie es gut. Bis bald. Ich will nicht auf einmal Pop machen und cool sein, sondern ich will machen, was ich will. Ich will Musik machen, die ich spüre und fühle. Es war wirklich ein Befreiungsschlag, weil man auf einmal gemerkt hat, hey, man kann halt doch auch echt sein.